das denn machen? Du musst rüberrollen. Du musst die so kaputt schießen, dass einer auf der einen Seite und einer auf der anderen Seite ist. So? Ja. Rollen. Raus. Rüber. Ja, so. Und jetzt? Da unten drunter geht's. Geht's schon. After collecting the tank, drop through the wall until you reach the sticking point. Ja. Was auch immer sticking point ist. Ja. Powerbomb. Und dann kommt ein neuer Tank zum Vorschein. Ja. So, jetzt müssen wir ganz hoch wahrscheinlich. Dann da, nach rechts. Die Leiter hochklappern, klettern. Und dann wieder nach rechts raus. Ja, okay. Dann wieder hoch zum Recharge Room auf der linken Seite. Kannst du dich nochmal auffüllen. Recharge Room auf der linken Seite? Wo ist denn hier ein Recharge Room? Keine Ahnung. Hier steht, roll to the right and climb up the ladder ja, to leave the ganz room oben through auf the der white ja, jetzt müssen wir, jetzt on müssen the wir, right. Ja, und jetzt müssen wir zum Navigationsraum. From here go straight up the map to reach the recharge room on the left. Ja, das ist der, wo es zum Navigationsraum auch geht. Ja. Oder? Ja, stop and fill your recently expanded energy and weapons capacity and continue to the safe room to reach the navigation genau. room. Also einfach jetzt nach oben. Ah Mann, geh doch einfach mal nach oben. Es ist schon nicht so einfach heute, die Session, muss ich sagen. Ich war schon das letzte Mal nicht einfach. Nee. Jetzt sind wir aber ultra Aggression im Raum. Ja, das und zu Recht. Heute war auch schon so wieder halb ultra Aggression. Nö, heute ging's. Heute ging's. Da hupt jemand draußen. Wahrscheinlich habe ich falsch gepackt. Nee, da müssen wir gar nicht hin. Hoch. Ja. Bubble ja, hoch. Wir arbeiten dran. Ah, diese Viecher. Mutens Hassgegner. Nee, Chachu muss noch eins hören. Ja, ich weiß. Ganz hoch. So. Yes. Dann macht er mal einen Regenerator. So. Sehr schön. Damit haben wir Sektor 2 fertig. Speichern. Wäre jetzt ganz gut, ja. So. Auf geht's. Navigationsterminal. Your turn. Was? Sie haben also die Plasma-Beam-Fähigkeit zurückerlangt. Das ist überraschend. Danach sollten Sie das Sachs meiden. Dennoch, nicht Dennoch danach. Sollten Sie das Sachs meiden. Das könnte Ihnen immer noch überlegen sein. Ach was. Nach wie vor fehlen Ihnen einige Fähigkeiten, von denen Ihr Überleben abhängt. Warten Sie eine Sekunde. Weitere Probleme. Ein Moment. Ich habe die Ursache isoliert. Es gab eine Explosion im ARC-Datenraum. Samus, begeben Sie sich zu Sektor 5. 5? 5? In Worten. Sind die Anweisungen jetzt klar, Daniel? Nein, lies nochmal vor. Die Zerstörung muss enorm die sein. Finden Sie heraus, warum. Zerstörung muss enorm sein. Finden Sie heraus, warum dafür verantwortlich ist. Schützerstörung. So. Was war Sektor 5? Vielleicht blinkt der jetzt auch wieder, wo wir hin. Bestimmt. Du hast mir letztens gesagt, die blinken immer alle. So. Ich blink nach links. Da, 5 blinkt. Ja, ganz nach links. Ja, ja, ich blinkt auch. Ganz nach links. 3, 5. Ja, Gott sei Dank nicht mehr. Wir sind ja raus jetzt inzwischen. So. Es ist noch viel schlimmer als befürchtet. Die Verwüstung wurde von einer Kreatur. Was? Die Forschung bezeichnet Namen gaben. Nightmare. Es handelt sich allen Anschein nach um einen biomechanischen Organismus, der militärischen Zwecken dienen sollte. Mechanisch. Es verfügt über ungeheure Kräfte und kann sogar die Schwerkraft beeinflussen. Mechanisch. Wir müssen annehmen, dass es zu einem X-Wirt geworden ist. Mechanisch. Und es bleibt keine andere Wahl. Sie müssen es finden und zur Strecke bringen. Leider kann ich es nicht orten. Sind die Anweisungen klar? Mechanisch. Ja, mechanische Anweisungen sind klar. Dieses Monster außer Kontrolle. Bla, bla, bla. Ja, und das Zerstören wird, Sie die gesamte Station. Ja, und das wird jetzt der Endgegner, der richtig knifflig ist.
Der ist echt nicht ohne. Also in der nächsten Session? Nee. Ich muss ja erst mal gucken. Ich guck doch Navigator, wo wir hin müssen. Hey, Navigator war ein Schirm mit so einer komischen silbernen Muschel. El Navigatore! So. Ist alles gut. Es hat gesagt, wir sind fertig. Wie seit 5 Jahren, Daniel. Das Blick ist immer in Ordnung. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo du bist, weißt du? Jetzt ich bin durchgelaufen einfach. Jetzt komm, stell dich nicht so an. Ich unten links oder rechts? Continue to the right through the safe and recharge rooms and enter a vertical chamber filled with bulls. Drop straight down, fire as you go, exit through the yellow hatch on the right. Right. Yeah. Shoot the creature on the ceiling, then set off a power bomb to create an opening to the left of the missile tank. Jump and grab it and continue to the right. Nein, stehen bleiben! Missile Bomb. Missile Bomb. Bomb halt. Bomb halt mal. Da oben. Wieder zack, zack, zack. Da oben rechts. Oh, komm halt her, du dämliches X. Oh, was geht jetzt noch? Achso, das ist ja diese Verschwendung immer. Und das mit zur Tür rausspringen. Spring doch mal hoch! Spring doch einfach gerade hoch. Was ist ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Natürlich geht das. Hä? Du solltest einen Mist zu den Ja. Dann konzentriere dich doch einmal. Ja, es geht auch übrigens. Es geht auch übrigens, dass du hochspringst. Gerade hochspringen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Okay, aber es geht auch eine normale Bombe. Ja, okay, egal. So, nach rechts raus. Das war immer noch eine super Bombe. Nach rechts raus. Oh, continue to the right. Use space jump to fly through the narrow opening. Shoot the shoot. Was? Shoot the shoot. Also hoch. Ja, springen. Aber rechts oder links hoch? Was ich. Da ist eine Tür. Nee, da kannst du doch raus, oder? Nee. Dann spring hoch. Da hoch. Hoch. Ja, Moment. Mach doch halt mal. Ah, wieso dauert das denn das so lange? Das ist alles mit dem Pad nicht so einfach hier. Da rüber, da hoch. Was ist denn da gerade explodiert? Weiß ich doch nicht. Finde ich nicht. So, links oder rechts? Warte, muss ich nachlesen. Links. Ah. Ja, Bomb. Missile Container. Do not go in. Stand da eben. Ach jo, das ist ein bisschen geholt. Das ist nicht schlimm. Instead go to the right, past the wreckage and rubble, until you reach the far wall. Turn around and run back to the ledge. As Samus approaches the ledge, speed boosters kicks in. Yeah. To prevent Samus from dropping down, immediately press the down control pad before Samus reaches the opening. This maneuver temporarily suspends Samus in the air. Oh Gott. What? Was wollt ihr von mir? Na, tap the left controller and can Samus so into the room and collect the missile tank. Ach so. Haben wir doch schon nicht. Ist da oben ein missile tank? Ja, den haben wir doch schon eben eingesammelt. Aber den wollen wir hier mit einem Speedboost. Ja, bla 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 bla. Wie geht's denn jetzt weiter nach dem missile tank? But wait, there's more. Samus speed booster takes her through the wall into the next room. After slamming into a wall, jump up a short ledge to collect the powerbomb tank. Was? Ja, da geht's sogar weiter. Wo denn? Links oder rechts? Nochmal links. Also in dem Raum geht's weiter. Hä? Warum keine? Wir leben nicht hin. Wie wissen wir das? Ich kann das mit dem Speedbooster nicht. Ja, wissen wir das. Ich bin doch unfähig. Was wissen wir das? Dann geht's ja, wenn die halt eure Gegner right, sind. Dann go back to the right. And drop all the way down to the yellow hatch on the left. Run to the right and go through the damage doors. Wenn sie halt auch auf den letzten Zentimeter wieder nicht springen will, ne? Nee, du musst einmal nach unten tippen und dann. Achso, da ist an die Tür zu. Ach Gott. Du musst, bevor du runterfällst. Das mit dem einmal nach unten tippen kriege ich nicht hin, Daniel. Ich hab's schon bei Metroid Fusion nicht hingekriegt. Links schießen. Achso. Oder bei Superman. Nee, wo habe ich das Problem? Ich hab doch bei Metroid Fusion. Nee, kriegst du hin. Mischen. Runter. Links. Links. Nee, das hier kannst du nicht. Du kannst auch noch rüberspringen und dann links und springen. Runter. Spring rüber. Nach links und dann springen. Hey, wie nach links und dann springen. Alles wieder abschießen. Dann lass es sein, dann lass es sein. Nee, jetzt machen wir das. Dann
überall Schlüssel in den Schlüssel. Was für Schlüssel? Ja, in den Krallen. Das sind. Oh, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Das sind Griffe. So, Griffe? Ja, das war wieder ein. Sie kriegt halt den Speedbooster auch gefühlt 3 cm, bevor sie in den Abgrund fällt erst. Und rum. Nee, eben nicht. Viel ich später. Jetzt, du läufst noch weiter. Viel später. Cool. Wie geht das denn mit dem rüber? Ich kapiere diesen komischen Modus nicht. Da, mach. Ich kapiere es nicht. Ich bin zu doof dafür. Guck mal, wie ich das jetzt hinkriege. Bestimmt nicht. Ja, siehst du mein Problem? Nein, ist nicht durch die Türen rausgehen. Dann muss alle Gegner mal kaputt machen. Achso, dafür kriege ich sie wieder nicht mit dem. Komm, ich bring dich wieder hoch. Ja, wir sind ein Team, ey. Ich kann diese alten Spiele nicht mehr. Ach, hier komm, erzähl nix. Oh, wieder was Neues. Alter Twin-Stick verwöhnter Switch-Spieler hier. Twin-Stick-verwöhnter. Ich spiele so Aufbauspiele, was? Ach ja, komm. Für so. Die alten Herren, für die Rente oder was? Hier eine Karotte züchten und da eine Karotte züchten. Gottes Willen. Kannst du mich ja jagen mit sowas, ne? Ja, das war nach oben. Hast du schön demonstriert. Aber denk dran, du musst erst die Tür aufschießen da hinten. Ach, warum hast du denn nicht schon aufgeschossen? Weil die automatisch wieder zugeht gleich, Kollege. Die bleibt doch nicht auf jetzt. Die geht doch gleich wieder zu. Die geht. Bleibt jetzt auf, würde ich sagen. Versuch dein Glück. Ich sag, die geht zu. Und du darfst erst kurz bevor du den Abgrund fällst nach unten drücken. Weil jetzt kommt erst der Speedbooster. Das ist so. Auch so ein Level-Design, wo ich sage, ist unnötig. Ey, du willst ja wohl in das Loch da jetzt hochkommen. Nein, nein, nein. Jetzt. Und nicht nach irgendwas drücken, nach oben oder sowas, nur springen. Tür ist immer noch auf, ne? Ja, dann zeig uns doch jetzt mal, wie das funktioniert mit dem Speedbooster. Wie machst du das denn? Sag mir doch mal die Tastenreihenfolge dafür. Nee, musst du selber rausfinden. Ein nach links und dann springen. Links und springen, okay. Korrekt. Zwei alte Männer und eine Konsole. Nee, ohne Mist, ich fand diese Spielmechanik auch in Zero Mission schon katastrophal. Und in Super Metroid habe ich es ja auch nicht hingekriegt. Komm her. Links und springen. Ach Mann, jetzt drückt er den richtigen Knopf, Sven. Genau. So, nur eine Etage höher. Mann. Und nochmal. Zack. Und springen und rechts. Ja, wir haben die richtige Tastenkombination rausgekriegt. Und ja, genau, da wollten wir hin. Oh, Kerle. So, wo muss man jetzt hin, Daniel? Ich weiß es nicht. Lass mich erstmal nachlesen. Ich muss jetzt erstmal in mich gehen. Ganz nach unten hast du gesagt. Drop down all the way. Go back to the right, drop all the way down to the yellow hedge and left, run to the right. Run to the right and go through the 2 damage doors. Eins. Ja. Okay, set off a powerbomb in the short corridor to reveal an opening overhead. Jump to the ledge and exit to the right, taking the tunnel to sector 3. Stop just before the door and place a powerbomb to reveal a hidden powerbomb tank in the ceiling. Warte, wo? Ja, bist du jetzt schon durch? Ja, bevor du da durchgehst. Nee, auf der anderen Seite. Bevor du da durch. Auf der Seite, ja. Nein, von wo kamst du denn? Von links? Von links. Ja, dann zwar nach rechts. Das war meine Frage gerade. Bevor ich da durchgehe. Ja. Da oben wir trotzdem. Da haben wir Stellen hier. Hochspringen? Ah. In den Weltraum? Ja, das sah für mich nicht so aus, ob das auch nicht. Go back to Sector 5. Ne, warte mal. And place the bomb. Go back to Sector 5. Jump down into also the. 5, nicht hier jetzt zu 3 rein, oder was? Ja, okay. Sector 5. Down. Go down. Down. Go down.
Ja, und rechts. Into the chopper. Jump down into the loch and fire a missile to open the floor. Continue to the right across the opening. Also runter und schießen. Nicht hier lang. Keine Ahnung. Du, ey, immer mit deinen Fragen. Nicht hier lang. Nee, ich glaub nicht. Guck mal nach dem Bildchen in der Anleitung, ob der richtig ist. Okay, shoot the bullets in the floor and the gaps in the ceiling. Du bist schon da. Through the damaged door. Aha. Ja. Ja. Set of a power bomb to expose the pit blocks on the floor and the screw attack blocks on the left. Ja. Aber das Screw attack kommt nicht, ne? Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Sie sind nicht richtig. Go to the left? Nee, right. Lass mich doch mal einfach, bevor du weiterrennst, weiterlesen, damit ich dir sagen kann. Lies doch mal, schon zu gucken. Ich muss mich doch hier zur Wehr setzen, bevor ich kaputt geschossen werde. Ich bin jetzt unter Wasser. When you reach the bottom, shoot the kill hunter. Your space jump ability doesn't work in the water, so you need to use the Skull Terror for stepping stones, freeze one, then the other, and climb those close enough to reach the indentation on the right. Hm? Hä? Was? Die Fische einfrieren zum Draufspringen. Ja, wo denn einfrieren? Die was links, einfrieren? Die, wo du eben warst. Zurück. Du bist halt immer 3 Screens weiter, als ich lese. Ich bin so langsam. Das ist nicht wahr. Ja, ich musste mich erstmal gegen das komische Fieder zur Wehr setzen. Wir brauchen beide Fische. Verstanden. Karl, mein Troppe. Ja, wenn der mir halt auch hier in den Weg springt. Ja. Och Mann. Bringt mir jetzt gerade gar nichts. Ich hab doch Ärger gerade. Was holen wir denn da eigentlich? Oh, kommt ein roter Spring? Energy Tank. Ja, den müssen wir holen. Oh, jetzt ist das rote Ding weg. Spring doch mal samt. Wo? Da wo die Kante Nein! ist. Nein! Spring doch mal anständig! Ich verstehe nicht, warum sie manchmal nur so einen winzigen Sprung macht. Da bringst du mir gerade überhaupt nichts. Ja, danke. Kommt doch alle auf meine Ebene. Dann haben wir alle Spaß hier unten. Och Leute, was ist das denn hier? Und jedes Mal muss das Vieh hier ankommen. Ey, ich mag nicht mehr. Ich mag echt gerade nicht mehr. Was ja, dann hier? Viel Spaß. Versuch hochzukommen. Ich mag gerade nicht mehr. Ja, dann müssen wir das sein lassen. Mm-mm. Energy Tank müssen wir holen. Da müssen wir jetzt durch. Wir Pause machen. Links, geh doch aus dem Raum raus. Was willst du in dem Raum da? Eieiei. Aber wir müssen auf der linken Seite in das Loch, nicht auf der rechten, oder? Wir haben auch nicht mehr so viel Energie im Übrigen. Ja, der ist zu hoch.
verstehst, dass wir nicht genug Energie haben. Oh, Jungs, kommt ihr nochmal runter oder kommt ihr nicht mehr runter? Hallo. Achso, ihr müsst mich erst sehen oder was? So weit, so gut, aber du hast den anderen oben kaputt geschossen. Ist er weg? Hast du vergessen. Aber wo ist der denn hin? Er ist kaputt geschossen wahrscheinlich. Ich hab ihn nicht erwischt. Ach, ist hier nix. Gegeben. Es ist voller Energie. Ach ja, Leco Mio. Wir müssen die nee, nicht also holen. Energy Tank müssen wir schon holen. Das kann man nicht machen. Wo sind wir denn mittlerweile zu stressig, gell? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ganz am Anfang wieder, oder was? Alles nochmal! Wo müssen wir denn lang? Da! Wo ich nicht gesehen habe, wo du lang bist. Muss ich jetzt den ganzen Kokolores hier nochmal machen, oder was? Mhm. Oh, toll gemacht, Daniel. Ich komme demnächst nur noch zum Spiel, nicht mehr zum Aufnehmen. Du bist immer so gestresst. Ach, Quatsch. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Nur von unfairen Spielmechaniken, so wie hier. Ja, ja. Ich hab jetzt die Seite verschlagen, ich weiß nicht, wo wir sind. Da, wo die Beißspuren im Papier sind, sind wir. Die sind überall. Das Wissen, wir machen erstmal die Tür da hinten auf. So. Nicht runter. Das ist diese Angst, immer runterzufallen dann. Die Angst. Ja, ist es doch. Links. Ich habe nach links gedrückt. Warum springt sie denn dann? Nach links drücken, halten ja, und springen. Tue ich doch. Wo steht der Ball? Ich habe gleich alles gezeigt, was man machen kann in dieser Funktion. Ich hab mich vorgehabt, heute Abend abzustürzen. Nein, das ist der falsche Raum. Achso, hätten wir trotzdem mit dem sehr hoch gehen, oder? Hätten wir auch so machen können. Dann kriegen wir bitte die 80-Effekte. For safety reasons. So, jetzt mussten wir wohl lang? Runter und ganz rechts, ne? Durch den Tunnel. Und jetzt mussten wir hier ganz rechts. Zwei Türen. Ja. Ja.
müsste jetzt aber... Und festhalten. Oh Mann. Nee, nicht so weit runter. Ja, ach Leute, es kann nicht wahr sein. Das sind so Geduldssachen. Das ist nicht wahr. Aber wenn die halt direkt übereinander sind, bringt es halt auch gerade gar nichts. Doch schon mal ganz gut. Ja, war klar. Es hat einen Zentimeter gefehlt. Yes. So, jetzt müssen wir eigentlich warten, bis der mal ein bisschen weiter rechts ist. Genau auf einer Ebene, wo du weder mit einem Schrägschuss noch mit einem geraden Schuss triffst. Das war auch gerade für die Füße und da der jetzt auch viel zu weit runtergekommen ist, kann man es auch wieder vergessen. Was soll das denn? Kannst du alles vergessen? Ja, dann lass. Aber ein Energy Tank, Daniel, wir brauchen die Energy Tanks. Du musst es wieder so machen wie nicht während der Aufnahme, sondern einfach. Genau, und dann auf einmal sagen: Ja, hoppla, habe ich das aus Versehen gemacht? Ohne Kamera. Nee, nicht ohne Kamera, du übst einfach und dann. Das ist doch alles Muckefuck hier. Und jedes Mal muss dieses Drecksvieh nochmal angeflogen kommen. Ich glaube, wir hören gleich auf für heute. Okay. Das hat keinen Sinn. Ich glaube auch. Hat gerade echt irgendwie keinen Sinn. Aber Missile Tank möchte ich und müssen wir uns eigentlich holen. Nee, Energy Tank. Meine ich doch. So, jetzt sind wir trotzdem viel zu weit, aber ist hier nicht irgendwo da? So, da ist doch der Energy Tank. Meine Herren! Was müssen wir denn hier tun? Der ist da oben. Look to the left and fire da an oben. Ice. Ja, look to the left and fire an ice missile to create a matching indication on the left hand wall. What? Der nächste Safe-Raum. Kommt da einer? Ich glaube nicht. Also, wir gehen nach rechts weiter. Bis zum Eckigen würde ich ja ganz gern noch. Klar. Bis
zum Endgegner würde ich es ja ganz gern noch schaffen, wenigstens. Durch die Tür oder hoch? So, nach rechts, dann shoot climb also up jetzt. And work your way back to the white hatch on the left. The short ledges on the left, jump over the right and exit through the white hatch. Gott sei Dank, so brauchst du Wasser raus. Ja. Shoot die Viecher an der Decke. Shoot die Viecher an der Decke, so steht das da. Powerbomb. Climb nach durch das Loch in der Decke. Ja. Und dann nach links. Ein kleiner Raum mit Viechern kaputt machen. Powerbomb in der Ecke ist ein Powerbomb. Genau. Ja. Und dann raus? Zurück? Oder warte mal, warte mal. Mach nochmal. Was? Nicht so schnell! Ich bin im selben Raum noch. Ja, da sind doch eben wieder Viecher gewesen. Ja, weil ich kurz draußen war. Lass dich doch nicht hier verunsichern. Und dann links weiter oder zurück nach rechts? Hast du, war da ein Vieh, was du nochmal mit der Missile zerstören musstest? Ja, ja, okay, wäre da gewesen, ja. So. Dann wieder nach rechts raus. Über was drüber springen und zur weißen Tür. Nach rechts raus danach. Ja. Ja, der wäre nämlich das gewesen. Okay, ja. So, was? Nach rechts? Drüber springen, ja. Weiße Tür, weiter rechts. Weiße Tür? Ja. Safe Raum! Hup, hup! Sollen wir es belassen an der Stelle, weil jetzt kommt nämlich der Endgegner. Ja, oder sollen wir ihn einmal noch angucken kurz? Wir haben ja gespeichert. Ich glaube, der ist nicht so weit jetzt zu laufen. Der ist durch die Tür hier nämlich durch. Ja, das weiß ich. Das war eher, eben klingelt irgendwas. Und es ist nicht das Telefon. So. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier. Ne, da geht's nicht weiter. Da muss ich noch hin. Da oben geht's aber noch. Das ist ziemlich direkt zu entgegen. Und das ist nämlich eine Falle. Ja, genau, hier fahren wir nämlich durch. So. Und der ist richtig matt. Aus dem machen wir das nächste Mal. Der schießt nämlich jetzt mit zigtausend Sachen und du kannst ja glaube ich nur von unten treffen oder irgendwie war das. Okay, ja, du musst genau drin stehen im Prinzip. Ja, es gibt dann nämlich auch hier so ein Time-Dings-Kirchen, wo du. Was, die Raketen treffen gar nicht, weil so ein Schwerkraftgedöns hier irgendwie anhat. Kannst du mit dem Charge Beam, mit dem Plasma Beam nichts ausrichten? Plasma Beam nicht, nur ein Charge Beam. Aber jetzt haben wir gerade schon ganz gut getroffen. So, und jetzt müssen wir nämlich hier irgendwie. Das habe ich nämlich nie rausgefunden, richtig. Du musst ihn irgendwie dazwischen die Augen schießen. Glaube ich. Ja. Aber. Okay. So, das wär's für heute okay. Mit Metroid Fusion. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann werden wir diesen Boss auch noch sicherlich platt kriegen. Bis dann.